Warum können die Leute nicht mehr fair spielen, ja? Also, ich habe gerade Siedler von Catan online gespielt und die Leute können anscheinend nicht mehr fair spielen. Hallo, ich bin Jens, der Christ. Und ich möchte dir jetzt sagen, was eben passiert ist, ja? Also, ich habe Siedler von Catan gespielt und gar nicht mal so schlecht und auch besser als meine Mitspieler. Also, habe meine Städte da relativ gut ausgebaut und hatte dann da relativ viele Rohstoffe und so und war auf dem guten Weg zu gewinnen. Ja, okay. Das Erste, was passiert ist, irgendwie hatte jemand so lange gebraucht und hat dann nicht geantwortet. Und dann gibt es die Möglichkeit, denjenigen vom Spiel zu entfernen, wenn alle Ja sagen. Und einige sind dann auch gegangen halt quasi irgendwie bei einer Abstimmung und plötzlich waren wir nur zu zweit. Ich war an so einem Gewinn und da verkrümeln sich zwei. Das mag ich ja gar nicht, ja? Also wenn man das spielt, dann sollte man doch schon mal so fair sein und den anderen eine Chance lassen, ja? Wir haben dann ein bisschen gewartet und dann haben diese Plätze dann halt zwei andere eingenommen. Die sind dann noch hinzugekommen, man kann das dann halt aufnehmen, ja? Und dann haben wir weitergespielt, ja? Und ich war ja wieder am Gewinn, weil ich so gute Karten hatte und so gute Städte und so. Und dann bin ich am Zug und habe ziemlich viele Rohstoffe, so dass ich ziemlich viel bauen musste, war eigentlich schon fast am Gewinn. Mir hat, glaube ich, nur so ein oder zwei Siegpunkte gefehlt, ja. Und die wollte ich mit diesem Zug dann da irgendwie umsetzen, hatte einen Hafen, wo ich Getreide 2 zu 2, also 1 zu 2 tauschen konnte halt und hatte viel Getreide und so. Und war dann beschäftigt damit zu bauen und zu tauschen und all sowas zu tun, aber es gibt eine Zeitbeschränkung. Welche eigentlich Blödsinn ist, wenn man was macht, dann sollte die wieder auf Null gesetzt werden, ja? Ich habe ja was gemacht, aber es gab diese Zeitbeschränkung und dann war dann halt so 30 Sekunden, wenn sie da nichts tun, können sich ihre Mitspieler dann irgendwie sie rausschmeißen. Okay, ja, und das haben die dann auch prompt gemacht. Das heißt, diese Leute da haben mich dann einfach rausgeschmissen, obwohl ich noch offensichtlich was getan habe und obwohl ich noch offensichtlich was getan, also gemacht habe und nicht verzögert habe, ja, hatten die mich dann einfach rausgeschmissen. Und das ist etwas, was nicht geht halt, ja. Wenn man nicht verlieren kann, dann sollte man solche Spiele auch nicht spielen. Also, ja. Deswegen machen wir es vielleicht nur noch so, dass ich dann halt mit den Spielen, die ich auch über Skype dann halt kenne oder irgendwie sowas, die nicht solche unfairen Sachen dann halt machen. Ich denke, ich hätte das Spiel gewonnen. Also, wer möchte denn jetzt gegen mich mal Siedler spielen? Und es kann sein, dass ich nicht immer gewinne. Aber wenn ich wirklich besser spiele, dann möchte ich auch gewinnen. Eigentlich. Ja. Wie geht ihr denn eigentlich damit um, wenn jemand so unfaire Sachen mit euch macht und euch einfach rausschmeißt, nur weil ihr gewinnt? Das geht doch nicht, oder? Seid ihr da nicht auch so? Ja, aber eigentlich sollen wir ja gar nicht so richtig sauer sein. Eigentlich sollen wir ja die anderen mit Liebe begegnen, ne? Und wir können ja mal für sie beten, dass sie nicht mehr solche Sachen machen. Das können wir einfach mal machen, ne? Glaube ich. Vielleicht mache ich das dann jetzt auch mal. Ja, lieber Gott, du siehst, dass manche Leute auch unfair spielen bei Spielen und dass das ja eigentlich nicht christlich ist. Und auch das Aufregen darüber ist eigentlich auch nicht christlich. Und bitte helf uns, dass wir dann, wenn wir spielen, Spaß am Spielen haben und auch dann halt fair spielen und uns auch nicht so über die Spiele aufregen, denn letzten Endes sind es ja nur Spiele und man hat ja davon nicht wirklich einen Nachteil, wenn man da unfair mal verliert. Und darum möchte ich dich bitten, lass uns doch mit Liebe diese Spiele spielen. Amen. Übrigens, ich habe gestern auch schon das Spiel gespielt und da war es so ähnlich. Also da war ich auch an Gewinnen, aber nicht so deutlich wie heute. Ja, aber eigentlich hätte ich das vielleicht auch gewonnen. Und da haben sich dann auch Leute dann halt verkrümelt oder einer ist dann halt gegangen und nicht mehr gespielt und ja, da war es dann auch dann zu Ende. Wusste ich aber auch nicht, dass man dann irgendwie das andere dann halt die Plätze einnehmen können und dann dafür andere weiterspielen. Das wusste ich da nicht.
Sonst hätte ich vielleicht gewartet und dann noch gewonnen, oder? Ich weiß es nicht. Ja, und wenn ihr jetzt du hier Lust bekommen hast, mit mir Siedler zu spielen, online über Computer, müssen wir nicht über die offizielle Plattform machen, können wir auch als Freeware machen. Also gibt es auch eine Freeware, die ein bisschen anders aussieht, aber das gleiche Spielprinzip im Prinzip hat und wo man dann halt auch miteinander übers Internet spielen kann. Also wenn du da Lust hast, schreib mich an, sprech mich an. Dir wird schon irgendwie was einfallen, wie du mich erreichen kannst. Und ich würde mich freuen, dann mit dir zu spielen. Wenn du fair spielst, ne? Wenn du nicht fair spielst, dann... Ach, aber wir sind ja Christen, wir spielen ja alle fair.